Siehst du, da oben auf dem Felsen, da muss er irgendwo sein. Ich konnte den Flugsaurier aus dem Hubschrauber heraus sehen. Aber Nick, glaubst du nicht, dass es viel zu gefährlich da oben hoch? Ich glaube, es wäre ein tolles Abenteuer. Ich kletter einfach den Pfad an den Felsen entlang. Da wird mir schon nichts passieren. Da ist genug Platz, um mich vernünftig festzuhalten. Ich bin zwar nicht begeistert von deiner Idee, aber wenn du dir die Flugsaurier-Eier unbedingt von nahen ansehen willst, dann mach das. Du solltest aber unbedingt ein Funkgerät mitnehmen, falls irgendwas ist, damit wir dich mit dem Heli da rausholen können. Na klar, Will. Mach dir keine Sorgen. Aber ich glaube, ich mache mich am besten jetzt sofort auf den Weg. Es ist noch früh, das werde ich noch schaffen, wieder zurück zu sein, bevor es dunkel wird. Pass gut auf dich auf, Nick. Ja klar, mach dir keine Sorgen. Hier muss es doch irgendwo sein. Also laut Plan bin ich schon ganz in der Nähe von dem Flugsaurier. So, noch hier hochklettern. Oh Gott, das ist doch viel komplizierter, als ich dachte. So, da bin ich oben angekommen. Jetzt kann ich die Eier in Ruhe unter die Lupe nehmen, ohne dass ich den Flugsaurier störe. Wow, was für eine Aussicht. Aber Moment mal, was ist das da unten? Was passiert denn da? Das ist doch Quinn mit seiner Bande. Was haben die vor? Die wollen doch nicht etwa den Baby-Dinosaurier einfangen. Ich muss sofort runter und die anderen warnen. Zum Glück habe ich meinen Peilsender dabei. Dann weiß Will genau, wo ich bin. Hey Quinn, lass die Dinosaurier in Ruhe. Oh nein, nicht mal in Ruhe Dinosaurier fangen kann man. Sofort stört schon wieder dieser Nick. John, setz ihn außer Gefecht. Alles klar, Quinn. Ich fange ihn mit meiner Netzkanone ein. Oh mein Gott, lass mich hier sofort raus. Ich kann mich nicht mehr aus dem Netz befreien. Haha, gut gemacht, John. Und jetzt kümmern wir uns um die Baby-Dinosaurier. Da, die Mutter ist an der Wasserstelle. Das Kleine ist ganz alleine. Schnapp dir das Netz und wir fangen den Kleinen ein. Oh Mann, ich hab's gewusst. Der Peilsender schlägt aus. Kurz gucken, wo er ist. Okay, ich hab ihn. Schnell ins Auto, ich muss ihm helfen. Sammy, komm doch mit. Super, Tor noch verschließen. Und los geht's. Gleich haben wir dich, du kleiner Kerl. Mit dir können wir eine Menge Geld verdienen. So, nicht wegrennen. Kreis ihn ein. Und das Netz drüber. Halt ihn fest. So, rein da, du kleiner Bursche. Er ist drin. Mach das Gitter runter. Haha, wir haben ihn. John hat die Mutter mit seinem Fahrzeug vertrieben und wir konnten den Baby-Dinosaurier einfangen. Hey, was ist das für ein Geräusch? Los, Sammy, hol ihn dir. Lass mich in Ruhe! So, und dich werde ich auch noch einfangen. So, sag mir sofort, wo mein Freund Nick ist. Na, wie jetzt bald? Er ist da vorne. Er ist da vorne am Felsen in einem Netz gefangen. Na gut, ich lass dich jetzt frei. Aber mach, dass du Land gewinnst. Hau ja ab. Ja, ist gut. Ich werde von hier sofort verschwinden. Und ich gucke erstmal, wo Nick ist. Nick, bist du hier irgendwo? Ja, hier oben. Ich bin in einem Netz gefangen. Warte, ich komme hoch. Mann, Nick, was machst du denn für Sachen? Aber jetzt werde ich dich erstmal hier aus dem Netz befreien. Oh Mann, danke, Will, dass du mich befreit hast. Kein Thema. Und die Tierfänger habe ich auch verjagt. Jetzt müssen wir nur noch dem Baby-Dinosaurier helfen. So, ich werde dich mit meiner Seilwinde befreien. Noch ein Stückchen. Und jetzt kannst du raus. Und bist wieder zurück bei deiner Mami. Super gemacht, Will. Schön, dass wir den Dinos wieder helfen konnten.